Betriebsbedingte Kündigungen sind ein sensibles Thema, insbesondere für die betroffenen Personen. Doch wem darf wann rechtsgültig betriebsbedingt gekündigt werden? Das erfahren Sie in unter 5 Minuten in diesem Lehrvideo. Grundsätzlich steht es Unternehmen frei, Mitarbeitern die Kündigung auszusprechen und so das Arbeitsverhältnis zu beenden. Gilt aber das deutsche Kündigungsschutzgesetz, so muss eine arbeitgeberseitige Kündigung sozial gerechtfertigt sein. Wann und für wen gilt das Gesetz? Es gilt für Arbeitnehmer, die länger als 6 Monate ohne Unterbrechung beschäftigt sind und in deren Betrieb regelmäßig mehr als 10 Arbeitnehmer tätig sind. Auszubildende werden hier nicht mitgezählt und Teilzeitkräfte nur anteilsmäßig. Und wann gilt eine Kündigung als sozial gerechtfertigt? Laut Gesetz ist eine ordentliche Kündigung sozial gerechtfertigt, wenn sie personenbedingt, verhaltensbedingt oder betriebsbedingt erfolgt. Wichtig ist auch, dass eine Kündigung immer die Ultima Ratio, also das letzte mögliche Mittel, darstellen muss. Es ist also zu prüfen, ob nicht zum Beispiel eine Versetzung oder Umschulungsmaßnahme eine Kündigung verhindern könnte. Die anderen Kündigungsgründe lassen wir nun außen vor und konzentrieren uns weiter auf die betriebsbedingte Kündigung. Eine betriebsbedingte Kündigung muss folgende Kriterien erfüllen, um wirksam zu sein. Es müssen dringende betriebliche Erfordernisse vorliegen. Bei Ausspruch der Kündigung und während der Kündigungsfrist darf kein anderer gleichwertiger Arbeitsplatz im Unternehmen frei sein und es muss eine Sozialausfall erfolgt sein. Zunächst zu den dringenden betrieblichen Erfordernissen. Diese können innerbetrieblich oder außerbetrieblich begründet sein. Innerbetriebliche Gründe basieren auf unternehmerischen Entscheidungen. Zum Beispiel werden neue Maschinen angeschafft, die die Arbeitskraft ersetzen können, Abteilungen werden geschlossen oder Umstrukturierungsmaßnahmen getroffen. Außerbetriebliche Gründe können zum Beispiel im Auftragsmangel oder Umsatzrückgang liegen. Für das Kriterium fehlende Weiterbeschäftigungsmöglichkeit muss geprüft werden, ob der Arbeitnehmer anderweitig weiterbeschäftigt werden kann. Es darf keine freie Stelle im Unternehmen geben, die der Arbeitnehmer mit seiner Qualifikation sofort oder nach kurzer Einarbeitung übernehmen könnte. Der Arbeitgeber muss alle zumutbaren Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten anbieten. Bei betriebsbedingten Kündigungen sind häufig mehrere Arbeitnehmer des Betriebs betroffen. Der Arbeitgeber darf aber keine beliebige Auswahl treffen, sondern muss beim Ausspruch der Kündigung soziale Gesichtspunkte berücksichtigen. Für die wegfallenden Stellen müssen zunächst alle Arbeitnehmer ermittelt werden, die auf diesen oder vergleichbaren Positionen auf gleicher Hierarchieebene im Betrieb arbeiten. Diese Arbeitnehmer müssen in die Sozialauswahl einbezogen werden. Anschließend wird anhand von 4 Kriterien geprüft, welche Arbeitnehmer am wenigsten schutzbedürftig sind und somit das Unternehmen verlassen müssen. Die 4 Kriterien werden vom Kündigungsschutzgesetz vorgegeben. Zu berücksichtigen sind die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und eine mögliche Schwerbehinderung des Arbeitnehmers. Aufgrund dieser Kriterien sind es in der Praxis meist junge Mitarbeiter ohne Kinder, die zuerst gehen müssen. Einen gewissen Spielraum hat der Arbeitgeber bei der Sozialauswahl aber dennoch. Das Gesetz erlaubt ihm, solche Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl herauszunehmen, die wegen ihrer Kenntnisse, Leistungen und Fähigkeiten oder zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur im betrieblichen Interesse erforderlich sind. Die Sicherung der Personalstruktur kann der Arbeitgeber zum Beispiel erreichen, indem er Altersgruppen bildet und aus diesen Gruppen anteilmäßig Arbeitnehmer entlässt. Auch die Gewichtung der Kriterien kann der Arbeitgeber selbst bestimmen. In der Regel wird dazu ein Punktesystem entwickelt und pro Arbeitnehmer eine Gesamtpunktzahl ermittelt, sodass dann eine Rangfolge erstellt werden kann. Im Falle eines Kündigungsschutzprozesses liegt die Darlegungs- und Beweislast für die betrieblichen Erfordernisse einer betriebsbedingten Kündigung beim Arbeitgeber. Er muss sie mit konkreten Zahlen und Gründen belegen. Die Beweislast für einen freien Arbeitsplatz und eine unzutreffende Sozialauswahl hingegen liegt beim Arbeitnehmer. Erst vor Gericht und auf Verlangen des Arbeitnehmers muss der Arbeitgeber sein Vorgehen bei der Sozialauswahl offenlegen und begründen. Deswegen sollte ein Arbeitnehmer in der Kündigungsschutzklage immer die ordnungsgemäße Sozialauswahl mit Nichtwissen bestreiten. Nun wissen Sie, was sich hinter der betriebsbedingten Kündigung verbirgt und wann sie in der Regel zulässig ist. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg im Studium und auch beruflich alles Gute.